A1.0. Die Skizze zeigt den Grundriss eines Hafenbeckens. Ein Schiff befindet sich an der Position S. Es gilt, Winkel BAC sind 58 Grad, der Winkel ACB sind 16 Grad und SBA sind 68 Grad. Zudem ist die Strecke AB 182 Meter lang, AC sind 635 Meter und BS 353 Meter. Runden Sie im Folgenden auf ganze Meter. A1.1. Berechnen Sie die Länge der Strecke BC. Und das Ergebnis ist mit angegeben. Zuerst markieren wir in der Skizze, wo die Strecke BC überhaupt zu finden ist und sehen dann sofort, die Strecke BC liegt im Dreieck BCS und im Dreieck ABC. Wir müssen also irgendwas mit Dreiecken berechnen. Zudem fällt auf, diese Dreiecke sind nicht rechtwinklig, zumindest wissen wir es nicht. Also dürfen wir nur mit dem Kosinussatz oder mit dem Sinussatz rechnen. Diese beiden Sätze finden wir auch in der Formelsammlung auf Seite 30 und können dann nachschlagen. So, jetzt erst überlegen, welches Dreieck wir benutzen können. Gehen wir mal in das Dreieck BCS und markieren dort alles, was bekannt ist, zum Beispiel die Strecke BS mit 353 Meter. Ja, mehr ist in diesem Dreieck schon mal nicht bekannt, also können wir davon ausgehen, in diesem Dreieck können wir nicht weiterrechnen. Also brauchen wir das Dreieck ABC. In diesem Dreieck ABC kennen wir die Strecke AB mit 182 Meter. Wir kennen die Strecke AC mit 635 Meter. Wir kennen den Winkel BAC mit 58 Grad und den Winkel ACB mit 16 Grad. Also da ist schon eine ganze Menge mehr bekannt. So, überlegen wir, welchen dieser beiden Sätze wir benötigen. Kosinussatz heißt, ich brauche drei Seiten und einen Winkel, um mit diesem Satz rechnen zu können. BC ist gesucht, AB ist gegeben, AC ist gegeben und wir kennen sogar zwei Winkel, also der Kosinussatz sollte funktionieren. Sinussatz überprüfen wir auch noch schnell, brauchen wir zwei Seiten und die jeweils gegenüberliegenden Winkel. BC ist ja gesucht, den gegenüberliegenden Winkel kennen wir und hier haben wir einen Winkel und die gegenüberliegende Seite ist auch bekannt, also würde in dem Fall sogar auch der Sinussatz funktionieren. Welchen man von diesen beiden jetzt benutzt, ist Geschmackssache. Ich benutze jetzt den Kosinussatz, weil ich ihn jetzt halt als erstes aufgeschrieben habe. So, man muss immer mit der Seite anfangen, die gegenüber vom Winkel liegt. Also folgt jetzt hier BC zum Quadrat, ist gleich. Und jetzt die beiden anderen Seiten zum Quadrat. Minus 2 mal AB mal AC mal Cosinus des Winkels. Und das war der Winkel BAC. Setzen wir die bekannten Größen ein. BC ist ja gesucht, das bleibt also. AB war noch nur 82 plus 635 minus 2 mal 182 mal 635 mal Cosinus vom Winkel 58 Grad. Um jetzt die Strecke BC auszurechnen, müssen wir jetzt noch die Wurzel ziehen. Ja, hier ist ein Quadrat. Die Umkehrfunktion dazu ist Wurzel ziehen. Also folgt für BC ist gleich die Wurzel aus diesem ganzen Term. Hier habe ich das Quadrat vergessen. Minus 2 mal 182 mal 635 mal Cosinus von 58 Grad. So, und diesen ganzen Term kann ich jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben, auf ist gleich drücken und dann kommen dabei die gesuchten 560 Meter raus.